So, ich glaube, wir sind live. Ich prüfe das zur Sicherheit nochmal auf dem Handy. Ja, juhu. Hey, ich bin echt stolz auf dich, wie schnell ich immer vorankomme nach so langer Zeit. Hallo und schönen Freitag zusammen. Hier ist die Shalia. Und heute habe ich gedacht, wir machen ein paar Freitagsgedanken zusammen. Und das Thema des heutigen Videos, egal ob du Unternehmerin bist oder ob du ein Woman of Impact bist, alle weibliche Wesen und auch coole Männer, die dazu kommen aus irgendeinem Grund, die in der Welt tolle Dinge schaffen in der Welt, ob mit ihrem Business, mit ihrem Coaching, mit ihrer Beratung, in ihrer Expertise da draußen in der Welt. Oder ob es jemand ist im Business, also in Karriere, im Beruf, wenn du dort Dinge bewegst und beeinflusst, wenn du zu Hause Kinder hast und dort einen wesentlichen Einfluss hast auf das Leben von diesen kleinen Wesen, dann machst du Impact in diese Welt. Und mir liegt am Herzen, dass du, wenn du Impact in der Welt machst, dass du das machen kannst von einem tief geerdeten Ort in dir, aus innerer Ruhe, aus Klarheit, aus Peace of Mind, also peaceful success in dieser Welt. Und ich wollte heute über ein Thema sprechen für euch. Und zwar geht es um, wenn es ein Vakuum gibt in deinem Leben. Und ich habe einige Dinge mitgebracht heute, die hoffentlich mir helfen zu veranschaulichen, was ich meine mit Vakuum und was passiert da. Aber was ich meine, sind Situationen in deinem Leben, wo etwas, ein leerer Raum da ist, wo du nicht weiter weißt. Ich habe diese Vase mitgebracht. Das ist mein metaphorisches Sinnbild für dieses Vakuum. Da ist einfach nichts drin. Vor allem, was nicht drin ist, ist da ist keine Klarheit. Und ich habe mir den Spaß gemacht, jedes Jahr eigentlich, seitdem ich im Business bin, schaue ich auf die Klarheitsgespräche zurück, Feedbackbögen, die Kunden und Kundinnen abgeben. Und eine der häufigst genanntesten Sachen neben, ich hätte gern mehr Gelassenheit und natürlich auch Business-Erfolg, weil viele kommen ins Business-Coaching dafür. Menschen wollen Klarheit. Sie wollen Klarheit. Und wenn Klarheit nicht da ist, entsteht für sie, für ein Gefühl, ein Vakuum. Okay? Also, puh. Was sind Situationen, wo Klarheit nicht da ist? Für mich am Anfang meines Businesses habe ich fast die ersten 3 Jahre ein Vakuum gehabt hinsichtlich meiner Positionierung. Ich hatte eine grobe etwa Richtung, in die es gehen könnte, aber auch wirklich nur grob. Und ich habe ein Vakuum gespürt. Ich habe keine Klarheit. Also wie soll ich da rausgehen am Markt, vermarkten, meine Angebote präsentieren, meine Kunden zu mir anziehen, wenn ich gar nicht weiß, wer meine Zielgruppe und meine Positionierung wirklich ist. Und in meiner Wahrnehmung war das eine gefährliche Situation, weil ich hatte mich gerade für selbstständig gemacht und ich wollte verdienen. Und das schien wie ein hinderliches Vakuum zu haben in dem Moment. Ich habe vor kurzem mit einer wunderbaren Unternehmerin gesprochen auf einem Business-Event. Sie hatte jahrelang eine klare Positionierung, klare Angebote. Sie war wirklich erfolgreich tätig auf dem Markt, aber auf einmal war ein Vakuum da. Auf einmal wusste sie nicht, wie sie weitergehen will in ihrem Business, weil in ihrem Innen hat ein Shift stattgefunden. Und sie spürte ganz klar, sie wollte das Alte nicht mehr in der Form machen, aber das Neue war noch nicht da. Da war keine Klarheit, da war ein Vakuum in ihrem
Bewusstsein für ihr Gefühl. Es gibt Menschen, sie haben Unklarheiten oder ein Vakuum mit ihren Kindern. Wir haben vor einigen Jahren einen super tollen Coaching-Kunden gehabt, ein liebevoller Vater, wo die Mutter an Krebs erkrankt ist und von dieser Welt gegangen ist, und er ist geblieben und hat seine beiden Kinder noch großgezogen, eine Tochter und einen Sohn. Und mit diesem Sohn gab es ständigen Konflikt. Er hat Konflikt in der Schule gehabt, die haben Konflikt mit ihm zu Hause gehabt, und er wusste nicht, was tun. Er hatte alles Mögliche in seiner Fähigkeit und Kompetenz probiert, um das durch eine liebevolle Erziehung hinzubiegen. Aber es war ein Vakuum da. Er hatte keine Klarheit, was es bedarf, wirklich die Situation zu einem gesunden Zustand zu führen. Okay? Berufliche Themen. Es gab Situationen in meinem Leben, und sicher hast du das auch erlebt, wo du in einem beruflichen Kontext in einer Stelle bist und du dort Unklarheit hast. Vielleicht bist du die Karriereleiter hinaufgeklettert und oben angekommen, hast du eine Leere gefühlt. Also es war für dich, es hat einen Sinn gefehlt. Da irgendwie war nicht etwas da, was dein Herz berührt hat. Und doch wusstest du nicht, was du tun könntest, um diesen Sinn zu finden. Gehen, eine neue Karriere anstreben, eine Ausbildung machen, whatever. Ein Vakuum ist da, eine Unklarheit. Okay? Und wir haben das in einem Menschenleben immer wieder, ist ganz klar. Vakuum, die kommen und gehen. Und das ist schon auch mal gut zu wissen. Das ist einfach ein normaler menschlicher Zustand. Wir sind nicht in Dauerklarheit. Und wie langweilig wäre das Leben, wenn wir einfach von Geburt bis zum Sterben immer wussten, was zu tun, kein Vakuum entstehen würde. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, weil das Leben ein riesen Mysterium ist. Aber ich vermute, dass es wenig persönlichen und spirituellen Wachstum geben würde, wenn nicht dieser wunderbaren Vakuum entstehen. So, wie ist das, wenn ein Vakuum da ist? Naja, ich habe auch noch ein Hilfsmittel gebracht. Und zwar, das ist eigentlich fast zu schön. Ich hätte lieber was Schwarzes gehabt, aber das ist das, was in meinem Schrank zur Verfügung stand. Das ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das entsteht, wenn ein Vakuum da ist. Und jeder Mensch wird das anders fühlen, spüren in seinem Wesen, in seinem Körper, in seinem Geist. Für mich ist oft ein Vakuum, das Gefühl, das es mit sich bringt, ein großes, bedrohliches Unbehagen. Es ist wirklich ein unbehagliches Gefühl. Es ist kaum aushaltbar, wenn man vor allem, wenn ein Vakuum entsteht in einem Menschenleben, und das ist nicht nur ein Vakuum von 5 Minuten, sondern vielleicht von, ich habe es gesagt, mit meiner Positionierung 3 Jahre, oder vielleicht ist es ein Vakuum von mehrere Wochen oder Monaten. Also oft ist ein Vakuum, was kommt, ein länger anhaltender Zustand. Ich werde heute aber sagen, was man machen könnte, um das ein bisschen zu beschleunigen auf eine gesunde Art und Weise. Vielleicht interessiert dich das. Und doch dieses unbehagliche Gefühl, wenn es jeden Tag auftaucht, ist super unangenehm, oder? Vielleicht kennst du das auch. Bei manchen Leuten wird es in Form von vielleicht Angst sich zeigen, oh Gott, wie geht meine Zukunft weiter, wenn ich das nicht weiß? Für andere wird es sich zeigen in Form von Traurigkeit, oh je, wie helfe ich meinem Sohn, ich weiß es nicht. Also in welcher Qualität das Gefühl kommt, wird für jeden anders sein. Aber es ist häufig unangenehm. Und was tun wir, wenn wir ein unangenehmes Gefühl haben, was länger anhält? Was wollen wir? Wir Menschen, wir wollen dieses Gefühl so schnell wie möglich loswerden.
oder? Wer kennt das von euch, oder? Oder von da draußen, die hören. Kennst du das? Wir wollen das Gefühl loswerden. Ein Vakuum bringt ein wirklich unbehagliches, unangenehmes Gefühl über Zeit, das wir loshaben wollen. So, was ist die typische Art und Weise, wie unser Gehirn einspringt, um uns zu helfen mit einem Unbehagen? Naja, unser Gehirn, unser Intellekt, unser Verstand, wie auch immer du es nennen möchtest, so lieb wie es ist, es will uns ja helfen, dieses unangenehme Gefühl loszuwerden. Und es tut Angebote machen. Und zwar Angebote aus Orten, wo ein Gehirn Angebote herholen kann. Nämlich aus der Vergangenheit. Warum? Weil ein Gehirn ist ein Computer irgendwie hier zwischen diesen, wie viel Zentimeter? 4 bis 6, je nachdem wie breit dein Kopf ist. Zwischen diesen beiden Ohren ist dein Computer, dein menschliches Computer. Und es holt Dinge wie, okay, wie habe ich das in der Vergangenheit gelöst? Was habe ich in der Vergangenheit getan, was funktioniert hat? Oder es holt Gedanken hervor, die man schon gedacht hat, die nicht zu einer Lösung geführt haben, die nicht zu Klarheit geführt haben. Das ist immer noch ein Vakuum. Aber das Gehirn kriegt diese Verbindung nicht hin. Ich habe das schon gedacht. Ich brauche es nicht nochmal zu denken, weil das hat nicht zur Klarheit geführt. Also bietet es uns einen Gedanken permanent im Dauerschleife an oder sogar eine Reihe von Gedanken im Dauerschleife. Es denkt immer wieder und immer wieder dasselbe, oder? Und ich habe hier ein paar Tücher mitgebracht. Die sind wunderschön. Das wurde mir geschenkt von jemandem, die bei einem super teuren Designer-Marke gearbeitet hat. Und ist das nicht schön? Auf jeden Fall, stell dir vor, das sind diese immer wieder laufende Gedankenabläufe, so Kreisel, wenn man so will. Also das bietet unser Gehirn an. Und wenn wir das Angebot annehmen, dann fühlen wir dieses Vakuum mit diesen Gedankenschleifen, mit diesen Angeboten aus der Vergangenheit. Und die fühlen das Vakuum. Und was wir auch tun ist, wir gehen und wir reden mit anderen, also Freunde, Kollegen, Partner und Partnerinnen. Wir schauen auf dem Markt, wenn es ein Business-Aspekt ist und wie lösen das andere? Was sagt der Business-Mentor und der Marketing-Coach, meine Mastermind-Kollegin? Wir holen uns auch altes, abgestandenes Gedankengut, weil das ist eigentlich schon getan. Nicht, dass das nie hilfreich ist. Das ist manchmal, bringt es uns einen Schritt weiter. Warum? Weil manchmal durch Gespräche kommen wir auf Erkenntnisse von einem frischen Ort. Trotzdem, dass wir Abgestandenes besprechen, das ist phänomenal. Aber dann tust du das auch in dieses Glas, okay? So, meine Güte, dieses Glas ist total voll. Und so, jetzt ist für deine Wahrnehmung ist das Vakuum jetzt weg, okay? Menschen in Coachings, die zu mir gekommen sind, die dieses Klarheit wollten, sie haben manchmal auch dieses Vakuum durch unsere Gespräche, okay, du könntest es so und so lösen und das wäre eine Strategie dafür. Wir haben Wunschkundenprofile ausgearbeitet, alles Mögliche und boom, das Vakuum ist jetzt wieder nicht mehr da. Also es ist voll. Okay, so, was da passiert ist, wenn man Glück hat, ist, dass das Gefühl weggeht. Also ich würde es schmeißen, aber dann habe ich es nicht für nachher und ich brauche es doch noch. Und zwar, wir fühlen häufig eine kurze Erleichterung, oder? Weil Vakuum geschlossen, Klarheit da. Das Thema ist aber, wenn ich mein Vakuum gefühlt habe, mit alten, abgestandenen Gedanken und Dinge auf der Speicherplatte meines Computers zwischen den beiden Ohren,
ist das eine Qualität von Fühlen des Vakuums, das nicht so hochwertig ist, wie wenn ich das Vakuum fühle von einem anderen Ort. Und wir kommen gleich darauf zu sprechen. Und wir gehen vielleicht jetzt, weil Klarheit entstanden ist, nach vorne. Also ich nehme das Beispiel mit meiner Positionierung. Stell dir vor, ich hätte es nicht aushalten können, diese 3 Jahre. Und ich hätte einfach gesagt, uch, okay, dann ich nagel mich fest auf diese Richtung und ich habe dann Ruhe, weil das Ding ist einfach jetzt klar, das Vakuum ist weg. Und ich marschiere los und mache etwas. Das sind 2 Dinge drin. Einerseits ist das nicht so schlimm, weil im Gehen werden wir sowieso Klarheit, wahre Klarheit bekommen, weil auf dem Weg spüren wir, ja, nee, eigentlich ist es nicht meins, aber dadurch, dass ich in Bewegung war, kriege ich Impulse von hier und dort und Feedback vom Markt und Feedback von mir selber im Innen und Dinge beginnen sich zu lösen, Klarheit beginnt zu entstehen. Also was ich sagen möchte ist, auch wenn du dich entscheiden solltest, bewusst oder unbewusst, du fühlst dein Vakuum mit dieser Sorte von Material, das Spiel ist noch nicht vorbei, weil Weisheit kommt immer von innen heraus und begegnet uns auf unserem Weg, wenn wir gehen. Also du bist sicher, du bist definitiv sicher. Was passieren kann, ist, dass die Erfahrung, die du machst, wenn du gehst mit dieser Art von Klarheit, ist eine nicht so schöne auf dem Weg. Und du könntest gegebenenfalls Zeit verlieren. Ich habe das auch erlebt im letzten Jahr, was ist Zeit verlieren? Also mein Gehirn hat mir suggeriert, letztes Jahr im Sommer, du brauchst Klarheit. Ich habe mein Glas gefüllt, überwiegend damit. Und ich bin mehrere Monate gegangen, auf diese Material hin bezogen. Jetzt wird dieses Metapher echt, verfällt es gleich auseinander, aber egal. Und das dringende Gefühl, das ich hatte damals im Sommer war, ich muss schnell Klarheit bekommen. Also Hauptsache, ich habe eine Richtung. Aber dann booste ich die mehrere Monate, die ich in Anführungszeichen verloren habe, dadurch, dass ich auf dem falschen Weg war. Okay? Also falschen Weg. Wie gesagt, es gibt eigentlich keinen falschen Weg, weil Weisheit ist immer dort, es gibt uns immer Signale, es führt uns immer wieder zurück zu unserem authentischen Weg. Das heißt, diese Abzweigungen sind für das große ganze Universum nicht schlimm, aber ich will damit hindeuten zu der Tatsache, dass diese trügerische Idee, du sparst Zeit, indem du das jetzt sofort fühlst mit diesem Material, dass du gut nach vorne gehen kannst, weil meistens boost du wieder ein mit der Zeit, die du verlierst auf dem falschen Weg für eine Weile oder auf eine Abzweigung. So, das andere, was passieren kann, und ich nehme jetzt einfach mal diese Beratungen oder Dinge, die andere machen, die man machen könnte, auch beiseite. Und wisst ihr noch, dieses erste Tuch war für diese kreisende Gedanken. Manchmal gehen wir gar nicht in eine Richtung, sondern wir beschäftigen uns über Monate, über Jahre mit diesen immer sich kreisenden Gedanken, die wir in unser Vakuum gefühlt haben. Das heißt, wir kommen auch gar nicht von der Stelle und das Gefühl bleibt dann noch länger bei uns, oder? Also noch länger und noch länger bei uns. Und das wollen wir loswerden. Also denken wir noch mehr darüber nach, noch mehr darüber nach. Und irgendwann mal ist unser Vakuum so bruch, richtig voll mit diesen sich immer wiederkehrenden Gedanken. Okay, so. Das kannst du machen. Es ist nicht unsicher, habe ich gesagt. Aber nimm dieses wunderschöne Tuch heraus. So. Oh, ist das schön. Ich müsste das echt mal wieder tragen. Und zwar zurück zum Ursprungszustand. Leeres Gefäß, Vakuum. Ich habe ein Vakuum in meinem Leben, ich habe nicht die Klarheit. Es kommt dieses unbehagliche Gefühl. Ich will es nicht fühlen. Ah, mein
mein Gehirn kommt, um mich zu retten. Aber nein, wir wollen das vorher unterbrechen. Und wir sagen, ja, aber was, wenn ich einfach das fühle? Dieses unangenehme Gefühl, diese Energie, die durch mich passiert, wie alle Gedankenenergie immer tut. Ich fühle es einfach. Es ist einfach unangenehm. Und wenn ich das tun kann, wenn ich einfach mit dem sein kann, dann geht es von alleine und es kommt vielleicht wieder und dann sitzt du vielleicht nochmal wieder damit. Aber stell mal den Unterschied fest, du musst dein Gefäß nicht deswegen mit irgendwas Künstliches aus deinem Kopf heraus erzeugtes fühlen. Du musst es nicht fühlen mit der Intelligenz deines Kopfes. Du kannst es leer lassen und das Gefühl fühlen. Was passiert dann? Und jetzt führe ich dich hin zu einem Ort in dir. Und zwar, was glaubst du? Siehst du diese Weintrauben hinter mir, die auf meinem Balkon wachsen, hier im Homeoffice? Diese sind gewachsen aus einer Intelligenz des Lebens. Also in ihrem Kern, bevor sie überhaupt gepflanzt waren, waren Intelligenz des Lebens, was ihnen mitgegeben wurde. Und somit wussten sie genau, wie spritzen, speisen, ich weiß nicht das Wort auf Deutsch, wie wachsen, wie Trauben im Wickeln, wie sich ausbreiten, woher die Nahrung verteilt wird, die sie am Wurzel bekommen, wohin sie sich richten zur Sonne. Das ist eine Intelligenz des Lebens, das alles Lebens entstehen lässt. Ob die Weintrauben oder die Bäume dahinter, mich selbst, die Intelligenz, die in mir eingebaut ist, die es schon vorher gesorgt hat dafür, dass ich atme, dass mein Blut fließt, ohne dass meine Gehirnintelligenz da mitspielen muss. Es funktioniert, es läuft. Es ist eine tiefere Intelligenz in uns. Es ist die Lebensintelligenz. Das nenne ich einfach heute so, das kam mir gerade. Also unsere Gehirnintelligenz und die Lebensintelligenz. Das ist, wenn wir früher in der Agentur gearbeitet haben und wir wollten kreative Kampagnen entwickeln, die man noch nie gesehen hat. So ganz originell und frisch. Wir wollten Awards gewinnen, also Auszeichnungen gewinnen bei Cannes und anderen Awardgeber. Und wir haben tagelang uns aus dem Kopf heraus zuerst alles rausgeschüttelt, was zwischen den beiden Ohren war, alles schon Gesehene, schon Gedachte, das alte Abgestandene, haben wir besprochen und ausgeschüttelt, an die Wände geklatscht. Und dann haben wir aber gewusst, darin ist keine frische, originelle Idee. Das sind wir an die Wände und wir haben alles runtergerissen, in Knäulen getan, in den Mülleimer geschmissen. Und wir wussten, wir sitzen hier 2-3 Tage im Brainstorming, ein großes kreatives Team. Und jetzt fängt die Arbeit erst an, nachdem das ausgespuckt, entsorgt ist. Und woher dachten wir als Kreativen, dass was Neues, Frisches kommt, eine noch nie dagewesene Idee? Wir haben es damals so nicht genannt, aber wir wussten, es kommt von der Lebensintelligenz. Ein genialer Einfall, ein Spaziergang zum Mittagessen auf einen Baum schauen, eine Erkenntnis haben. Ein Kreativer, der immer abends spät nachts nach Hause gegangen ist, völlig frustriert und den Tag von sich weggeduscht hat und im Entspannen unter der Dusche eine Big Idea haben, oder? Dieses Vakuum wird mit frischer Energie gefüllt, mit neuen, potenteren Ideen, mit neuen, potenteren Lösungen in diesen Momenten von der Lebensintelligenz. Und da habe ich ein genauso schöner, wunderschöner Seidentuch aus Italien. Ist das nicht schön? Oh, handgefärbt. Sieht so gut aus mit einem Hut, den ich habe. Heute sind meine ganzen Artikel durcheinander, es ist Freitag.
Das ist dieses Frische, was anderes, eine andere Qualität von Material, was in mein Gefäß reingeht. Und übrigens, diese frische Ideen, die suchen leere Gefäße. Hast du Big Magic gelesen von Elizabeth Gilbert? Sie spricht über die eigenständige Leben einer kreativen Idee. Sie sagt, ihre Bücher sind als Ideen schon im Raum vorhanden. Und sie suchen nur ein leeres Gefäß, ein Autor oder auch eine Autorin, die das in die Welt bringen. Und sie muss nur leer genug sein, um das zu empfangen, oder? Nicht hier in ihrem Kopf sein. Stell dir vor, Elizabeth Gilbert, eine der erfolgreichsten Autoren der Welt, die Eat, Love, Pray geschrieben hat mitunter. Stell dir vor, ihr Gefäß wäre voll mit diesen alt abgestandenen Gedanken, was soll ich schreiben, das habe ich darüber. Nein, also das würde gar nicht kommen. Ne? Also es sucht leere Gefäße, diese wunderschöne Energie. Und da hast du was wirklich Wunderbares, weil in diese frische Material entsteht Lebenskraft, entsteht Richtungen nach vorne, die dich auf deinen absolut authentischsten Weg bringen, die dafür sorgen, dass das Problem mit deinem Sohn aufgelöst werden kann, dass du weißt in deiner Karriere, wie du vorankommst, oder? Aber gewissermaßen muss man und darf man ein leeres Gefäß anders sehen. Und ich sage das bewusst, ich hätte sagen können, aushalten. Nein, nicht aushalten. Das ist ein richtig guter Zustand in Wahrheit. Und desto weniger wir das zumühlen mit anderen Sachen, desto leichter ist es für die Lebensintelligenz, es zu fühlen mit etwas Frischem. Und der Schlüssel, und ich wiederhole es nochmal, ist einfach dieses unbehagliche Gefühl zu fühlen, so oft es kommt, solange es bei dir ist. Und dir einfach zu gestehen, ja, ich weiß im Moment nicht den Weg weiter in meinem Business, in meinem Leben, in meiner Karriere. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es wissen. Und nicht darauf einfallen, auf diesen Gedanken, nein, es ist gefährlich, wenn mein Gefäß ein Vakuum drin hat. Oder ich muss es tun, weil Zeit ist von Wichtigkeit. Nein, wenn du das mit dem falschen Material füllst, führt es dich Monate oder Jahre auf den falschen Weg. Ich hatte eine Situation in meinem Berufsleben, wo dieses Verhalten von meinem Gefäß Gefühlen mit diesem anderen schwarzen Material, es hat mich 6 Jahre einen Umweg gekostet, weil ich dringend wissen wollte und es ständig gefühlt habe, oder? So, das ist mein Freitagsimpuls, meine Freitagsgedanken für dich, für euch. Ich hoffe, du konntest daran was erkennen oder darin was sehen, was Frisches erfahren, was dich nach vorne bringt und Entspannung ermöglicht. Wir wollen ja Peaceful Success haben. Und das ist ein Teil davon, dass wir unser Bewusstsein ein bisschen schärfen, ein bisschen bessere Wahrnehmung haben für da, wie wir wirklich funktionieren, wie das Leben wirklich funktioniert, mit uns und durch uns. Und glaub nicht das, was ich sage. Prüfe das für dich. Ich bin kein Guru, dass es gilt zu folgen. Du hast die exakt gleiche Intelligenz und Bewusstsein in dir wie ich. Wir sind gleich. Also prüfe das genau für dich und spür, ob das für dich wahr sich anfühlt oder unwahr und lebe entsprechend danach. Und ich würde mich natürlich super freuen, von dir zu hören im Kommentarbereich. Unbedingt schreiben und sagen, ob das wertvoll für dich war, ob du was gesehen hast und was du gesehen hast. Und wenn du das Gefühl hast, andere könnten davon profitieren, dann lade sie hierher ein. Egal, ob du das Video auf YouTube siehst oder in meiner herzgetriebenen Facebook-Gruppe für Solopreneure.
Ich hoffe, es geht dir sehr, sehr gut und ich wünsche dir und euch ein wunderschönes Wochenende. Tschüss!